Mahlzeit Männers, herzlich willkommen wieder mal bei einer Sonderausgabe Hillbilly ist bei einer Rettungsübung dabei. Heute wird die DRK und die Feuerwehr das Evakuieren einer Schule üben. Also schauen wir mal dabei, was so abgeht. Und da unten, die Jungs scheinen schon was zu wissen, die haben schon mal ausgeparkt.
6 und 7 Verletzte. Eine Person befindet sich auf dem Dach. Mhm. Und die andere werde jetzt nachher gleich über Atemschutz kennen. Alles klar. Das heißt, wir uns erstmal. Aber unter dran ist eigentlich geht. Okay. Das heißt, ihr bringt es uns dann? Wir bringen sie euch dann an den Eingang. Oder halt. Bringen sie bei euch an den Eingang. Warum wieder? Warum wechseln? Der Hund. Naomi?
Wenn da kann, dann hat es stehen. Dann guck hier in dem Koffer. Guck mal bitten. Oder weiter. Wir haben hier noch eben. Auf dem unteren Parkplatz an unserem Reifen. Auf wieso habe ich den Herzen gesehen?
Ja. 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 Ja.
Tut so weh, wenn sie da dran gehen. Wollen Sie denn nicht? Dann lassen wir es. Tut weh, wenn du das. Spüren Sie noch was an Ihrem Rücken? Spüren Sie das hier? Einsatzleitung BRK für Michael Kommen. Halt zu und dann. Ich bin
Ich guck mir gerade mal den Fuß an, wenn es weh tut, sagst du. Okay, das sieht mir jetzt soweit nichts. Ich tasche aber mal das Bein ab. Einfach mit dem Fuß mal da oben an. Da ist nichts. Das wird auch nicht weh. Stark oder nicht so stark? Okay. Ich einfach nur das Rohr und kaufe. Wie alt bist du denn? Ich sag immer leicht. Einsatzleitung DRK für Martin kommt. Martin darf aus Untür reden. Okay, ich habe hier 12-jährige Patient. Verdacht auf Prellung am rechten Unterbein, Unterschenkel. Ich schick dir was. Ja, mach das. Also, dann denke ich gerade mal zu, dass das zu kalt wird hier. Frische, ein Rohr auf den Fuß gefallen, rechte Unterschenkel. Okay. Ich denke, dass es geschwollen oder geprellt ist. Mehr okay. Nicht. Sonst hat er jetzt nichts. Man sieht jetzt nichts. Okay. Aber. Alles klar. Puls ist leicht erhöht. Blutdruck konnte ich jetzt nicht messen, haben wir haben leider keine Mannschaft dabei. Alles klar, gut. Wie stark sind im Moment die Schmerzen? Es geht. Okay, kannst du alles bewegen? Ja, sehr. Fühlst du alles ja. In der Zehe? Ja. Okay, das ist schon mal ganz gutes Zeichen, gell? Okay. Schon gut gegangen. Okay, gut. Leicht erhöhte Pulsblutung habe ich leider keinen, da ich keinen Manschette habe, vergessen. Rechte Unterschenkel, ich schätze mal geschwollen oder geprellt, da ist ein Rohr drauf gefallen bei mir. Simon, schau schon mal, ob in dem Koffer eine Blutdruckmanschette ist. Wie lange ist das ungefähr her, dass du das Blut gefallen hast? Alles gerade. In welchem Bereich ist es da? Ja, praktisch in Deutschland. Ach, Jugendbrotkreuzler? Ja. Ich guck mal, wo ich das gefunden habe. Martin! Ja. Braucht ihr sie noch? Ja! Ja, also wenn ihr eine habt, dann gebe ich mir klar, oder? Simon? Jetzt haben wir Schuhe an, soll ich deine Sicherheitstür an, oder? Hallo,
drauf, dann macht man Lesen, wie wenn man. Das ist ja eh los, ja? Das bleibt jetzt auf immer. Das kann man nur in heißem Wasser wegmachen. Dahinter können wir jetzt gerade kurz zugucken, wie sie es wieder aufräumen. Normalerweise der SW1000, die können dann während Fahren 1 Kilometer lang Schlauchleitung, Schlauch B, legen. Und das Fahrzeug fährt zu, hinten drauf 2 Mann und verteilt es. Jetzt sind sie nur am Aufladen. 1 Kilometer Schlauch haben die da drin. Genau, es gibt noch größere Fahrzeuge, SW2000 mit 2 Kilometer, weil gerade im ländlichen Raum irgendein Bauernhof oder sowas, der abseits liegt und wir Wasser brauchen, dann ist das gleich mal weg. Weil nur so ein Gleiwingle, ein Hydrant reicht da nicht aus oder ein kleiner Löschweiher. Da müssen wir nochmal von weiter herholen, dass man einfach mehr Masse zur Verfügung hat. Und er hat dahinter einen Druckknopf, kann man dem Fahrer signalisieren. So, pass auf, wir sind soweit, halt kurz wieder an. Und wenn alles aufgeladen ist, drückt er wieder drauf. Und dann weiß der Fahrer, ich kann wieder zufahren. Er ist in Güterbach stationiert. Da unten haben sie sogar dann Schlauchbrücke für die Fahrbahn noch verlegt gehabt. Der unser Fall. Alle nach oben.